Hallo und herzlich willkommen zu unserem monatlichen Sonntags-Live-Talk. Ich weiß, es ist 9.30 Uhr, es ist für manche immer relativ früh, aber eigentlich müsst ihr jetzt schon dran gewöhnt sein, ne? Das ist unser erster Sonntag im Monat, haben wir oder habe ich immer mein Live-Talk. Und heute habe ich Cindy eingeladen. Hallo und herzlich willkommen, Cindy. Und wir sprechen heute über meine IDEA-Methode, also den Einblick in deine innere Anderswelt. Und Cindy kam schon in den Genuss dieser Methode. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber ich hatte heute so einen Input gehabt, bevor wir jetzt anfangen und Cindy sich auch noch vorstellt. Ich habe doch so ein tolles Kartenset. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und zwar ist es von Louise L. Hay. Das ist schon ein bisschen abgenutzt, weil das habe ich schon über 20 Jahre. Körper und Seele. Und mir kam die Intuition, eben da heute mal eine Karte draus zu ziehen. Und das möchte ich jetzt machen, bevor wir loslegen. So, das mache ich jetzt mal. Erstmal mischen, ne? Ist ja ganz klar. Ist ja wichtig. So. Und ich gucke jetzt mal zu euch. Gibt es vielleicht jemand, der gerne mal Stopp sagen möchte? Es ist wichtig, dass ihr mit uns ja auch interagiert, Fragen stellt. Ja, alles, was ihr wissen möchtet, da das auch in die Kommentare schreibt. Es ist uns ja ganz wichtig, damit wir da auch sehen, ob ihr überhaupt da seid. Ne? Und ich mische immer noch. Vielleicht gibt es jemanden, der einfach mal Stopp sagen kann. Ha, super, danke. Also, ganz tolle Karte. Ich bin sicher auch bei Veränderungen. Das sage ich ja auch immer. Seid ihr bereit für Veränderungen? Eine ganz tolle Karte. Schaut mal, so sieht die aus. Ich bin bereit für Veränderungen. Da ist jemand drauf im Koffer. Und ich erzähle euch jetzt mal, was die Karte sonst noch aussagt. Mit Freude und Leichtigkeit begegne ich dem Neuen. Wunderbare Erfahrungen treten an die Stelle des Alten. Mein Leben wird immer besser. Das ist doch wunderbar und ein toller Start in den Sonntag, finde ich. Und auch in eine neue Woche, ne? Also, oder ins Leben oder ins, ja, ins weitere Leben, in die Zukunft. So, liebe Cindy. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast bist oder meine Gästin. Ne? Das ist immer ganz witzig, wenn man mal so was. Ja, egal. Genau, so machen wir mal eine schöne, sanfte und lustige Einleitung. Sei doch so gut, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo, guten Morgen an alle. Guten Morgen an dich, liebe Alexandra. Das war jetzt echt schön lustig mit Gästin. Ja, ich stelle mich vor. Also ich bin Cindy. Aus München und was soll ich zu mir sagen? Ich habe hier eine Praxis, wo ich Heilen mache und wo ich auch Kartenreadings mache. Deswegen freue ich mich jetzt gerade, dass schon mal Karten hier waren und wo ich auch Yoga-Unterricht gebe, ja, und Meditation, alles Mögliche. Und ja, das wäre so ganz kurz zu mir. Und ich habe mich total auf heute gefreut. Und hier ist so eine kleine Fliege, falls ihr euch wundert, die nervt mich gerade. So eine ganz kleine. Die ist mir gerade schon in die Nase reingeflogen, die freche Fliege. Ja, das hatten wir ja gerade schon. Ich habe gesagt, mich hat es auch irgendwie in die Nase gejuckt. Ich glaube, man sagt immer, es gibt Geld, ne? Wenn die Nase juckt oder so. Das war das. Das war es gewesen. Ja, ich dachte, dann denkt jemand an einen. Aber das mit dem Geld, das nehmen wir auch. Das ist ja, so genau. Ich wollte gerade sagen, das laden wir doch jetzt einfach mal zu uns ein. Wir sind bereit für Veränderungen und laden uns einfach großen finanziellen Reichtum ein. Ne? Das ist doch wichtig. Brauchen wir ja alle. Ich glaube, das war ein Koffer voller Geld auf der Karte, ja. Oder? Koffer mit Geld waren das eindeutig. Ja, genau. Das, ja, der ist so schön gesprenkelt. Ne? Sieht ein bisschen aus wie so ein Leopard. Ne? Ja, ja. Aber hinten drauf ist ein Auto und ein bisschen so Berge. Mhm. Kommt ja in diese Richtung, ne, wo du wohnst. Habt ihr einen Blick auf Berge? Wenn man so ein kleines bisschen südlich fährt, kommt immer aufs Wetter an. Wenn Föhn ist, also wenn es so ein warmer Tag ist und dann der Wind von Süden über die Berge kommt, das ist Föhnwetterlage, dann kannst du auch, wenn du dich auf ein hohes Haus stellst, in München die Berge sehen.
Aber mitten in der Stadt, wo hohe Häuser sind, siehst du sie jetzt eher nicht. Da musst du an ein bisschen höher gelegenen Punkt gehen, da kann man sie sehen, ja. Aber ich wohne jetzt nicht gerade so, dass ich aus dem Fenster schaue und die Berge sehe. Das wäre ja schon toll. Ja. Aber wir sind in der Nähe, das stimmt. Naja. Ja, Cindy, du hast dich ja kurz beschrieben. Also du machst ja auch Yoga, auch für Kinder, glaube ich, ne? Hast du was Ja. erzählt? Ja. Genau, ich mache auch für Kinder Yoga. Ich bin so in der Kundalini-Yoga-Richtung unterwegs. Das ist so ein Yoga mit Mantren und vielen bestimmten Übungen, die ich aus anderen Yoga-Richtungen nicht kenne. Und mit den Kindern praktiziere ich dann so ein bisschen Hatha Yoga, aber wir singen auch Mantren und da ist es so ein bisschen bunt gemischt. Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja. Und ist das, ich sage mal, sozusagen deine Hauptaufgabe oder weil ich kenne ja dich von Cosmic Matrix, das ist ja dein YouTube-Kanal auch, und da machst du immer Kartenlegung, sage ich mal. Ich weiß, das sind immer irgendwie drei Packs. Sag ich mal, drei Ja. Pakete, Kartenpakete, und dann kann man sich so intuitiv raussuchen, was einem jetzt, ob ist Kartenpack 1, 2 oder 3, für mich jetzt gerade im Moment so zutreffend ist. Und dann liest du das vor, ne? Also deutest du das. So machst du das, ne? Ja, genau. Also ich verbinde mich vorher. Also ich habe natürlich auch so einen speziellen Tagesablauf. Ich mache halt auch Yoga, meditiere viel und so Sachen, um auch meinen Kanal gut zu fühlen. Und dann lege ich die Karten aus. Die pendle ich halt immer. Also ich habe ziemlich viele Karten. Und welche Karten halt so mitwollen, die pendle ich halt immer aus. Und gibt es verschiedene Themen. Mal ist es Liebe, mal ist es so allgemein die Energielage. Und dann schaue ich halt, was sagt die geistige Welt so zu uns. Und man kann so schauen, wo fühlt man sich hingezogen, zu welchem Stapel und was ist gerade so los und kann das dann so fühlen und kann auch, also fließen auch immer Energien rein in die Videos. Wenn man die so schon fühlt, dann kann man das spüren und kann man so eine Unterstützung nehmen für seine Woche und kann ja mehr auf seine Intuition hören oder auch wieder seine Engel einladen. Einfach generell mehr lauschen auf das Innere und sich von dort führen lassen, anstatt vom Kopf. Ja, also da will ich halt immer gerne so Impulse geben und das mache ich immer am Montag. Da gebe ich immer so ein Video raus. Manchmal mache ich auch so ein Short, je nachdem, wenn irgendwas Externes los ist, ein Termin reinkommt vom Klienten oder ich einen Termin habe, wo ich raus muss aus München, dann mache ich natürlich auch das. Genau, und aber meistens einmal in der Woche schaffe ich es. Genau. Und Und ich ich habe mache das gesagt, natürlich auch für Klienten, also nicht nur im YouTube, sondern man kann mich auch anrufen und sagen, hey, was ist denn da mit meinem Job los? Oder ich weiß nicht, was ist denn da mit dieser Liebessituation los? Oder ich kenne da diese Person und jene Person und habe mich da irgendwie verlaufen und kenne mich gerade nicht mehr aus. Und dann kann man ja, das ist dann viel genauer, wenn derjenige sagt, das ist Person X, Person Y, dann kommen die Energien viel gezielter als in so einem allgemeinen Reading natürlich. Ja. Das ist immer ganz spannend auch. Ja, das finde ich super. Ich habe auch gesehen, dein YouTube-Kanal Cosmic Matrix, der existiert auch schon sehr lange, ne? Ja, ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren. Also das Lustige ist, wie ich dazu kam, dass das nicht wirklich geplant war. Das kam irgendwie so, mir hat schon damals bei meinen Eltern hatte mir jemand ein Kartenset geschenkt. Ja, mein damaliger Freund hat mir ein I Ching-Kartenset geschenkt. Und dann habe ich so gemerkt, wenn ich das so aus Spaß mit Freunden mache, wir machen Räucherstäbchen an, wir machen uns einen Tee und dann ziehen wir die Karten und dann deuten wir da und lesen, dass mir das total Spaß gemacht hat. Wir haben das einfach so einen schönen Mädelsabend dann gemacht, so. Und das war so meine erste Berührung mit Karten schon, also vor sehr langer Zeit, vor 30 Jahren oder so. Und dann wurden mir so nach und nach immer mal Karten geschenkt und dann habe ich gemerkt, das stimmt ja, was ist denn da los? Wie geht das? Und so kam das Interesse und dann habe ich mir jeden Tag selbst die Karten gelegt und habe immer gemerkt, wie kann das sein, wenn ich das morgens lege und der Tag ist dann vorbei, dass ich doch dann sehe, dass das stimmt. Das ist ja unglaublich. Und so habe ich das mehrere Jahre gemacht für mich. Und dann haben die 2 Jahre mich hingewiesen, die Karten, mach das für andere, mach das für andere. Und ich habe mich halt 2 Jahre gewehrt. 2 Jahre habe ich es nicht geglaubt, dass ich damit irgendwie an die Öffentlichkeit gehen soll. Und dann habe ich es einfach gemacht.
bin ich einfach ins Wasser gesprungen und habe gesagt, ich mache jetzt den YouTube-Kanal und zeige das anderen. Und dann kommen natürlich auch die Klienten, die mich dann finden und mich buchen. Und hast du, das ist aber mehr ein intuitives Kartenlegen, das ist nicht ein gelerntes, ne, von Arcana oder so. Nee, ich hab das nicht gelernt, weil ich habe praktisch dadurch, dass ich das Yoga mache, dass ich meditiere, dass ich das unglaublich viel geübt habe, einfach irgendwie diesen Kanal, dass ich das hören kann, wenn ich diese Bilder sehe, dass ich dann einfach diese Informationen bekomme. Das hat sich halt einfach trainiert. Ja, so habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, da noch wohin gehen zu sollen, zu müssen, sondern ich bin einfach meiner Führung gefolgt und durch das Heilen ist dieser, durch die Quantenheilung ist der Kanal natürlich auch noch viel stärker geworden. Ja. Und was hast du für Kartensets? Oder was sind deine Lieblingskartensets? Ich habe ja auch so viele, keine Ahnung, also fast 10, muss ich sagen. Also ich habe auch total unterschiedliche. Engelkarten war mein Favorit immer, weil ich sehr viel mit Engel auch Engelenergie gearbeitet habe, schon 30 Jahre, schon immer durch meine Gabe. Und da habe ich von der Diane Cooper, das gibt es auch nicht mehr. Ah ja, die habe ich geschenkt bekommen. Genau, Umschlag, ne, das gibt es auch nicht mehr, das ist schon kaputt. Und dann habe ich noch so kleine Engelkarten, die nehme ich manchmal dazu. Wie gesagt, die von Louise L. Hyde habe ich dazu. Und seit neuestem habe ich auch Bachblüten, weil ich auch mit Bachblüten arbeite. Natürlich auch mit Heilsteine, da habe ich meine Heilsteinkarten. Und was ich glaube ich für uns schon gezogen hatte, ist das Seelenorakel. Das ist auch immer, ist ein ganz tolles Kartenset. Und so verbinde ich das manchmal auch. Manchmal ziehe ich eben diese Karte, manchmal die. Das mache ich auf meinem TikTok-Kanal. Da habe ich öfters dann mal auch, wie gesagt, den Impuls, so wie bei dir auch. Ja. Da kommt der Impuls und dann nehme ich das Kartenset in die Hand und ziehe dann eben eine Karte. Jetzt sag doch mal deine Karten. Also, angefangen. Ich habe auch dieses Kartenset geschenkt bekommen, was du gerade gezeigt hast. Das von Diane Cooper. Genau, das war eins und die hatte auch noch eins mit Einhörnern. Das habe ich auch geschenkt bekommen. Und also ehrlich immer so nach den Energien, die mich gerade am meisten tragen und interessieren. So kommen die Karten. Also Engel habe ich sehr viele. Mhm. Einhörner, Drachen, Feen, Elben. Was ich nicht so zu 100% von der Energie matche, aber wo ich immer wieder doch sehr schöne finde, ist Tarot. Also ja, finde ich auch immer wieder sehr schöne. Hier liegt gerade eins neben mir, das ist unglaublich schön, da arbeite ich gerade jeden Tag damit. Licht- und Schattentarot. Das oh, sehr schön. Unglaublich toll, weil die Deutungen sind, die Karten selber, die Bilder sind so toll. Aber ich mache jetzt hier keine Werbung für die, sondern einfach, damit arbeite ich total gern gerade. Und ich habe immer sowas, wenn mir jemand ein Kartenset schenkt. Ich habe auch ganz liebe Klienten, die mir immer Kartensets schenken. Das finde ich toll. Und dann lerne ich das Kartenset erstmal über ein paar Wochen kennen. Und dann die Energie. Und wenn ich das so richtig fühlen kann, dann kommt das halt in die Readings rein. Das war ganz spannend. Nee, ich finde, natürlich, wenn jetzt ein Klient vor dir steht, dann kannst du dem ja auch einfach so die Energien lesen, ohne eine Karte. Ja, eigentlich schon. Genau. Und die Karte ist aber interessant, weil der andere sieht ja auch das Bild. Ja. Und es ist etwas, wo du drauf schauen kannst. Genau. Und es ist eingängiger und was interessant ist bei mir, wenn ich diese Karte habe, dann öffnet sich eine ganze Welt und dann geht da wie so ein Film ab und dann kann ich da reden. Also das ist interessant. Das kann ich auch, wenn der Klient vor mir liegt und ich den berühre, dann ist das auch möglich. Die Karte ist einfach für mich ein tolles Medium. Also manche lesen ja in Teeblättern oder Handlinien oder ich weiß nicht, Iris, kann man alles lesen. Entschuldigung. Wohlsein. Ja, man kann ja alles lesen. Genau, bei mir ist es halt das. Genau. Bei mir ist es ja auch so, ich bin ja nicht hellsichtig, sondern hellfühlig und ja mit den anderen Sinnen verbunden, außer jetzt hellsichtig. Und dafür ist natürlich so eine Karte auch immer ganz gut.
die zeigt dir ja ein Bild. Und damit kann ich mich dann eben auch bildlich, also ich sag mal hellsichtig dann verbinden, weil bei mir das dann auch eine Art Film abläuft. Also bei mir ist es mehr ein Gefühlsfilm, wenn man das so sagen mag. Und deswegen habe ich ja auch diese IDEA-Methode entwickelt. Aber ich, also der Klient, so wie jetzt du, ja, du warst ja meine Klientin sozusagen, bist dann sozusagen meine Augen, die mir erzählen, was ich fühle, wenn ich das so mal übersetzen kann. Ne? Oder ja, genau. Und das ist für mich sehr, sehr interessant, auch gerade diese Methode, weil es total spannend ist, weil man erstmal dass eine bewusste Wahrnehmung ist, man geht nicht in tiefen Trance, es darf durchkommen, was kommen darf, oder hochkommen, was kommen darf, und es kommt in Bildern, ne, also bei dir jetzt zum Beispiel in Bildern, es ist was ganz anderes, man kann es wirklich eigentlich schlecht erklären. Also es fußt natürlich auf eine Hypnose, weil das habe ich gelernt vor über 10 Jahren und vor fast 25 Jahren mache ich Entspannung und Trance-Reisen, also Fantasiereisen. Aber das war immer ein bisschen schwierig, auch für die Leute, die dann in meine Gruppen kamen zum Entspannungstraining, also die kamen abends, wenn ich abends Kurse gemacht habe, dann ist natürlich der Tag erstmal ganz lange und da muss ja auch eine Verarbeitung erstmal rein. Und wenn die dann um 19 Uhr für 2 Stunden gekommen sind und dann hat es erst ewig gedauert, bis man entspannen konnte. Ich habe gesagt, legt euch hin, entspannt euch und dann kommen wir langsam zur Ruhe. Und dann machst du ja meistens Fantasiereisen. So. Und das war immer das Problem, dass die Leute nicht entspannen können. Ich merke das ja. Ne? Also ich bin ja sehr, ich gehe ja da mit meiner Intuition rein und ich habe dann auch gemerkt, Körper, die haben gezappelt erst noch und sind schlecht runtergekommen. Oder manche sind dann schnell runtergekommen, sind eingeschlafen. Es macht ja auch nichts bei Fantasiereisen. Das Unterbewusstsein speichert dann auch viel ab. Ich arbeite dann auch immer mit Affirmationen und macht man ja auch das teilweise aber suggestiv, was ich natürlich mit meiner Methode da eigentlich nicht machen möchte, sondern ich möchte den Klienten den Freiraum geben, das kommen zu lassen, was jetzt Moment für ihn am wichtigsten ist. Und am sinnvollsten auch was bearbeitet oder auch an Blockaden hochkommen darf. Ne? Mhm. Also ich führe niemand in eine bestimmte Blockade, weil es ist ja das kennst du ja auch bei einer Psychotherapie oder sowas in dieser Richtung, da musst du immer durch deines Trauma wieder durch. Das finde ich eigentlich nicht, also ich habe es auch erlebt. Also ich kann nur aus meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Das ist ja ganz klar. Ja. Ich fand es total blöd, wenn ich immer beim Psychologen oder Psychiater war und musste ständig meine Geschichte wieder erzählen. Wie war meine Kindheit? Da musste ich da durch. Also meine Kindheit war nicht schön. Viele kennen das vielleicht. Einblick in in eine andere Zeitlinie, da gibt es 2 Folgen hier auf meinem Kanal. Das ist meine persönliche Geschichte, Teil 1 und Teil 2. Und da könnt ihr einfach mal reinschauen, da wisst ihr, könnt ihr mal reinspüren, wie das war, meine Kindheit. Und wenn man natürlich so eine Kindheit hatte, dann, also ich möchte es nicht mehr hochholen, ne? Weil das bricht immer wieder neu auf und belastet dich auch. Also zumindest ist es bei mir so. Wie gesagt, ich kann ja immer nur von mir ausgehen. Und wenn ich in Hypnose gehe und natürlich gezielt ein Thema, was der Klient bearbeiten möchte, das darauf hin ziele, dann
da kann man ran durch Hypnose. Ich meine, das weißt du ja auch, du hast ja auch schon mal Hypnose gemacht, ne? Bevor ich bei dir war, habe ich noch keine Hypnose gemacht. Ich habe nur mich dafür interessiert. Ich interessiere mich für alles Mögliche und habe mich mal selber hypnotisiert. Habe das auf Kassette gesprochen, aber das war auch nur, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe, da habe ich so ein Buch gefunden. Und dann bin ich in ein früheres Leben gereist, in zwei frühere Leben. Und das fand ich schon total beeindruckend. Und deswegen wollte ich es ja auch ausprobieren. Wie ist denn das jetzt bei dir? Wie fühlt sich das an? Ja, das wollte ich ja gerne wissen. Also ich habe das auch mit der Selbsthypnose gemacht, war bei mir auch so. Und switche dann auch. Die Sache ist ja nur die, wie bearbeitest du in diesem Moment solche Situationen? Das kannst du ja nicht selber. Ja. Also du brauchst einen, in Anführungszeichen, Führer oder jemand, der dich da einleitet und der das kontrolliert, was du erlebst. Weil wenn du eine Situation hast, ich sage jetzt mal zum Beispiel, du verbrennst in einem Haus 1798 oder so und gehst dann da durch, dann musst du durch diese Situation durchgehen, wenn du dich selbst hypnotisierst und zu Zufall in so einem Vorleben drin bist. Ja, aber dieses Trauma nochmal zu durchleben, weil das nimmst du ja im Tagbewusstsein wieder mit. Ja. Ich finde es halt nicht so toll. Ne? Nee, also, da gebe ich dir recht. Also ich bin in meiner Heilarbeit mit der Quantenheilung und so mit den Erzengeln auch total daran interessiert, keinen zu retraumatisieren. Genau. Und dann nochmal rein und nochmal rein. Und ich war selber auch in Psychotherapie. Und ich kann schon sagen, es hat einen gewissen Stellenwert, überhaupt mal zu sehen, was ist denn überhaupt passiert. Erstmal nur mal zu wissen, weil man lebt ja immer so und überlebt und macht, hat seine Strategien. Und einfach mal zu sehen, ach, das ist mir wirklich passiert, das einmal zu sehen und anzuerkennen, aber immer wieder da drin herum zu rühren. Und weil nach den morphogenetischen Feldern, du gehst ja immer wieder in dieses Leid. Und du fühlst es, aber du hast halt keine Strategie, da rauszukommen. Und das war damals für mich dann auch der Punkt, wo die Psychotherapie hätte nochmal verlängert werden können. Das war total spannend, auch von meiner Seele geführt, weil ich einen Tag vorher auf so einer Messe war, wo ich eine total klare Durchsage bekommen habe. Und dann hieß es, wollen Sie nochmal einen Verlängerungsantrag stellen? Und ich dann wusste dann, nein, brauche ich nicht mehr. Ich brauche jetzt nicht nochmal einen Kreis und nochmal das anschauen, weil ich bin total oft hingegangen mit einem guten Gefühl und bin rausgekommen wie ein Häufchen Elend. Und das muss man nicht immer wieder machen. Ja. Aber es hat mir geholfen, in meinem Leben es einmal so anzuerkennen und zu sehen und auch zu erleben, dass die Therapeutin da mit mir heilsam durchgegangen ist, war auch gut. Also ich möchte es nicht missen, aber ich finde auch gut, neue Heilungswege aufzuzeigen. Und das fand ich ja bei deiner Methode ganz toll. Ja, fand ich total klasse. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, super, dass du es erklärt hast. Die Zuschauer draußen sollten auch wissen, dass du einen medizinischen Hintergrund hast. Erstmal, du hast Krankenpflege gelernt und hast dann auch sogar noch ein Medizinstudium 6 Semester gemacht. Ne? Also du hast da wirklich auch einen medizinischen Hintergrund. Nur, dass die Zuschauer das auch wissen. Also du weißt auch, von was du sprichst. Im Gegensatz hast du natürlich auch die Erfahrung auch mit Psychotherapie gemacht, wie ich auch und viele andere mit Sicherheit auch Zuschauer. Man kann sich natürlich dann da auch ganz anders reinversetzen, wenn man solche Situationen auch schon durchlebt hat. Deswegen, ich weiß aus Erfahrung und ich spreche aus Erfahrung. Und ich möchte, so wie du natürlich auch, keinem Menschen ein Leid zufügen. Und deswegen nutze ich das eben so, wie ich das mache oder wie ich die Methode entwickelt habe und gehe da total intuitiv mit um und auch drauf ein, weil für mich das wichtig ist. Und die Einleitung mache ich ganz bewusst. Das ist ja, also erstmal mache ich die Termine immer zum Abend hin, ne, weil das einfach besser ist, weil diese ganze Verarbeitung, die nach so einer, ich sag mal, Sitzung kommt, die also mindestens 1 Stunde dauert, da müsst ihr euch wirklich Zeit nehmen dafür,
Aber 3 Stunden, bei uns war es sogar noch ein bisschen mehr, länger 3 Stunden. Also den Betrag, den ich nehme, den ich veranschlagt habe für so eine Sitzung, viele sagen immer, wie kannst du Geld für sowas nehmen? Aber es ist ja Energiearbeit. Also ja. Leute, ihr müsst das auch verstehen. Ich meine, erstmal nehme ich mir, ich sag mal, Zeit, meine Lebenszeit, auch natürlich für euch. Die halte ich ja da auch für bereit. Und es ist ja klar, wenn ihr jetzt zur Arbeit geht, ist das auch eure Lebenszeit, die ihr jetzt eurem Chef schenkt. Da bekommt ihr ja auch Geld dafür. Und genauso ist das jetzt, ist egal, ob Cindy mit ihrer Arbeit, mit Klienten arbeitet oder bei mir. Viele sagen immer, ja, du kannst doch da kein Geld dafür nehmen. Warum nicht? Das ist auch Arbeit, das ist Energiearbeit. Genau wie wenn ihr irgendwo hinarbeiten geht. Das jetzt nur mal dazu gesagt, weil ich das oft in den Kommentaren lese, wie kannst du nur? Ne? Ja. Also genau, also es ist Arbeit wie jede Arbeit auch. Und ich mache das so, also wie gesagt, meine Termine werden auf Abend gelegt, damit du dann, wenn du diese Erfahrung gemacht hast, das extra mit auch in die Träume nimmst, weil das auch nochmal eine Verarbeitung ist. Und Cindy weiß es auch aus ihrer eigenen Erfahrung mit meiner Methode, dass es natürlich noch Wochen nachwirkt, in Anführungszeichen, weil wir gehen, also es betrifft ja nicht nur einen selbst, sondern es verändert die komplette Familie. Ne? Mhm. Also es kommt drauf an, was hochkommen möchte. Und ich mache das so, dass ich praktisch den, wie es bei dir ja auch war, ich lasse erstmal dir den Tag Revue passieren lassen, was an diesem Tag geschehen ist. Und das ist sozusagen unsere Einleitung. Hm. Ich lasse dich bewusst nochmal den Tag geschehen mit all deinen Sinnen. Und wir merken dann, wie bei Cindy das auch war, dann kommt eine plötzliche Situation, wo man so ein bisschen einen kleinen Moment hängen bleibt. Also ich sage zwar, mach die Augen zu und dann stell dir nochmal deinen ganzen Tagesablauf vor und dann wird so erzählt, ne, was habe ich gefrühstückt und was habe ich so den ganzen Tag gemacht. Und irgendwo bleibt dein, ich sage es mal, dein, an irgendeiner Situation bleibst du hängen. Ne? Mhm. Oder wie soll ich das, so kann ich das, so kann man es ungefähr erklären. Ne? Und dann ich spüre das dann, wenn das vielleicht wichtig für dich war an dem Tag. Und dann lasse ich dich mit allen Sinnen durch diese Situation durchgehen. Vielleicht kannst du jetzt einfach mal da ein bisschen was dazu erzählen, wie du das erfahren oder wie du das gespürt hast. Also ich fand die, also erstmal nochmal vorneweg, ich hatte vorher so Bedenken gehabt, dass so eine Hypnose sowas ist, wo man sich jetzt nicht mehr rühren könnte und so ein bisschen willenlos wäre. Und ich fand es total angenehm, dass es bei dir so war, dass ich alles gemerkt habe, jederzeit hätte aufstehen können, zur Toilette gehen können, was getrunken habe. Ja, was ja, nicht. Genau. Habe ich ja auch, weil so 4 Stunden, wenn man redet, da muss ich ja auch was trinken und mal auf die Toilette gehen. Und das, ich fand es ganz toll, das alles bewusst mitzuerleben. Und trotzdem war ich in so einem ganz tief entspannten Zustand reingeführt worden. Das war unglaublich angenehm. Und ich fand diese Sinnesreise am Anfang total schön, wo du bei mir jetzt mit den Gerüchen gereist bist. Ich hatte vorher eine Fahrradtour gemacht und fand es so spannend, wie viel ich eigentlich an Gerüchen wahrgenommen habe, was ich nicht bewusst mir gemerkt hätte. Also da war Erde, über die ich gefahren bin, die habe ich gerochen. Da war ein Feld, das hat gerochen. Da waren Blätter, die haben gerochen. Aber da wäre ich einfach so weitergegangen im Tag und hätte das nicht bewusst gemerkt. Und ich fand es unglaublich von der Achtsamkeit her schön, da nochmal lang zu reisen. Das war so die Entspannung, glaube ich, ne, wo man so reingekommen ist. Genau, das ist so die Einleitung, genau. Ja, das fand ich schön und was ich weiß nicht, ob du das immer machst, was ich auch total interessant fand. Also ich bin immer so gerne am Spüren,
was macht es mit meinem Bewusstsein, wie fühlt sich das an? Dieses, wo du gesagt hast, jetzt lass mal irgend so ein zufälliges Bild kommen und sprech es einfach aus, ohne drüber nachzudenken. Das sind die Blockadenlösungen, die du normalerweise bei einer, ich sag mal, Hypnose, bei der Erstsitzung, ne, dann, also so eine Sitzung, eine Hypnosesitzung, wenn du jetzt Regression oder sonst irgendwas machst, geht ja über mehrere Sitzungen. Das machst du nicht gleich bei der ersten Sitzung. Und du musst eigentlich immer eine Blockadenlösung machen. Aha. Und das machst du durch eine Fantasiereise. Mhm. Aber das musst du ja auch dir vorstellen können. Und wenn jemand eine schlechte Vorstellungsgabe hat, dann kommst du da schlecht an diese Blockaden dran. Und das kannst du aber damit erreichen, weil ein Tag hat ja jeder. Und du hast ja, jeder hat was an den Tag gemacht. Ja. Und dadurch kommst du natürlich da an diese Blockaden ran. Und wenn du Bilder siehst oder spürst, das sind praktisch die Blockaden, die aufgelöst werden. Und so, wenn du dann unbewertet an so Bilder gehst und lässt die einfach fließen, ja, ist generell, das mache ich also immer so. Und aber bei manchen kommen Bildern, bei manchen eben nicht. Bei manchen kommen, ich sag mal, bestimmte Gefühle. Also ich schließe die ganzen Sinne mit ein. Ne? Du bist halt eine, ich sag mal, hellsichtig oder du kannst gut mit Bildern umgehen. Bei manchen sind es vielleicht Gerüche oder Gefühle oder Geschmäcker, die vielleicht da jetzt da so kommen. Aber das sind diese Blockaden, die gelöst werden. Ja. Und das brauchst du, um eben frei in das andere, was bearbeitet werden soll, ranzukommen. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ich glaube, ich habe es richtig. Ja, es fühlte sich jedenfalls lustig an. Also die Wahrnehmung in meinem Körper war so, wie als würdest du immer so ein Bild in so ein Diaprojektor reinlegen. Mhm. Oder dieses Spiel, wenn du Kinder hast, dann weißt du das vielleicht. Es gibt so ein Spiel, wo man so blaue und rote Chips so reinfallen lässt und dann muss man so übereinander oder diagonal irgendwie so vier Dinger hinbringen. Und es war so ein Gefühl wie plupp und dann war das Bild wieder weg. Plupp und dann kam das nächste. Ich fand, es fühlte sich lustig an, aber dann irgendwann hast du gesagt, ah ja, das Bild ist jetzt interessant. Mhm. Oder irgendwie so, dann sind wir wo hängen geblieben. Ja, es war so ein reinigendes Gefühl und es hatte was Spielerisches, was mir gefallen hat. Ja. Genau, und das ist ja bei jedem anders, kommt das, passiert das anders. Und wie gesagt, ich spüre dann, wenn du, ich sag mal, einen Moment an einem Bild verharrst. Mhm. Na, also du hast mir dann erzählt, was auf den Bildern drauf ist, habe ich gesagt, Verstand ausschalten, einfach wegschieben, weil das sind eben diese Blockaden. Die Blockaden, die hochkommen, äußern sich total unterschiedlich. Wie gesagt, in Bildern und die sind manchmal ja so fantastisch, genau wie beim Traum auch. Ich mache ja auch Traumanalysen oder Deutung, wie man das auch immer sagen mag. Das ist bei mir auch intuitiv. Ich spüre dann, ist dieses Bild, diese Metapher, die dir gezeigt wird während einem Traum oder auch während der bewussten Wahrnehmung, so wie es bei dir war, ist die bedeutsam für diese Rückführung, na, Rückführung ist es ja nicht. Es ist ja was anderes. Es kommt aus deinem Unterbewusstsein, Überbewusstsein, Seele, das hoch, was im Moment an Themen für dich wichtig ist. Ja. Was anderes ist es gar nicht. Und deswegen können diese Bilder, die kommen, einfach so konfus sein, die können wir mit dem Verstand manchmal gar nicht einordnen. Ne? Also, kannst du dich noch an irgendwas erinnern an irgendein Bild, was dir jetzt in den Sinn kommt, was wir da hatten? Da war so ein Cookie-Keks, also so ein Keks mit so dicken Schokostückchen. An das erinnere ich mich noch. An so einen Pilz, der so eine Struktur hat. Aber getrockneter Pilz. Ich dachte, was bitte ist das jetzt? Das waren so die Brauntöne. Dann war, glaube ich, noch eine Orange. Dann war noch so eine Orange-Fraktion. Du hast dann was mit Luftballon, glaube ich, waren viele Sachen noch und so. Ich weiß nicht, danach kam so viel, das ist jetzt gerade so ein bisschen überlagert. Mhm. Also ja, einfach so random Bilder kamen so rein. Und dieses Reinkommen und Loslassen, das fand ich unglaublich angenehm einfach. Nicht drüber nachdenken, was heißt denn das? Genau. Ist doch völlig egal. Also ich kenne es ein bisschen von der Quantenheilung. Da kann halt auch mal irgendwie so ein, da taucht auf einmal pinkfarbene Flamingo auf und du weißt nicht, was soll denn das jetzt?
Aber gut, das ist dann wie so eine Information aus dem Quantenfeld, die wie so ein Globuli eine Information enthält. Und dann braucht der Klient genau pinkfarbenen Flamingo als Frequenz. Das muss ich nicht verstehen. Das reicht, genau. Auch wenn er es nicht versteht, ist einfach okay, wenn es kommt. Und so irgendwie so lustig fühlte sich das auch an. So. Genau, und dann kamen aber komplexere Bilder. Und dann war was, wo du gesagt hast, ah, ja, das ist jetzt interessant. Genau. Ja, genau. Und da sind wir dann eingestiegen und sind irgendwann auch mal im Jahr 1749 gelandet, ne? Ja, ich dachte 48, aber irgendwie so. Oder ja, genau, aber irgendwas mit 1700 und noch irgendwas. Ja, genau. Ja. Da waren wir dann gelandet, waren wir im früheren Leben gelandet auf einmal. Genau. Ja. Und dann wurde die Verbindung, also das, wie gesagt, es ist ja jedes Mal anders. Und das ist das total interessant. Ich meine, dir bringt das, oder dir als Klientin bringt das natürlich was, weil ganz viel Aufarbeitung da auch stattfindet. Mhm. Für mich als, ich sag's mal, Coach, ich nenne mich ja Coach, nicht Therapeut, darf ich ja nicht, weil ich ja kein Arzt bin. Und für mich ist es interessant zu spüren, zu erkennen, wie die Verknüpfung in deinem jetzigen Leben, wie das zusammenhängt. Mhm. Und dadurch, dass es natürlich bei jedem anders ist, ist es halt so interessant. Wenn ich jetzt ganz gezielt eine Regression mache, muss ich nicht auf viel reagieren. Aber bei meiner Methode muss ich total intuitiv reagieren können, weil ich ja nicht weiß, was kommt von dir. Wenn ich dich ganz gezielt wie bei einer Hypnose in eine Regression in früheres Leben führe, dann weiß ich, okay, das ist ja ein früheres Leben. Aber ich spüre, also es gibt mit Sicherheit einige Hypnose-Therapeuten, Coaches, die das auch spüren. Aber ich kann ja immer nur von mir reden. Also bei mir ist es so, ich spüre halt, wie die Verbindung jetzt zu deinem Leben das gehört und auch die Person, wie die vielleicht in deinem Familienumfeld da reinpassen, wer sein könnte. Mhm. So war das ja jetzt bei dir der Fall gewesen. Und dann versucht man natürlich diese ganze Familienstruktur oder Ahnenverträge, kann man das auch nennen, aufzulösen. Ja. Das passiert, wenn du eine Hypnose-Regression machst. Da kannst du mal 10, 20, 50 Sitzungen haben. Das geht mit meiner Methode wesentlich schneller, weil ich, wie gesagt, mehr intuitiv da auch handeln kann und muss mich aber natürlich darauf einstellen, auf das, was bei dir kommt. Hm. Also wenn ich weiß es ja nicht am Anfang. Gehst du in dein früheres Leben zurück? Hat das irgendwas mit deinem jetzigen Leben zu tun? Bist du vielleicht ein Drache, der eine viel größere, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen kann, übersinnliche oder ich weiß gar nicht, mir fehlen oft die Worte, weil man es einfach nicht erklären kann. Meinst du, wenn ich jetzt kein Mensch gewesen wäre in der Inkarnation, sondern ein Drachenwesen gewesen wäre? Ja, genau. Also es gibt was Überweltliches. Ne? Also haben wir ja Glück, dass wir da gelandet sind. Genau, also wir haben ja auch schon andere Situationen da erfahren, wo du jetzt, ich sag mal, eine andere Energiewesen oder Wesenheit warst. Aber die Connections ist ganz lustig. Also es ist ja so, du bist ja bei vollem Bewusstsein und du bist ja Cindy. So, wenn wir jetzt wenn wir dich jetzt in einem anderen Leben sehen, also im vergangenen Leben, so wie es bei dir war, dann bist du trotzdem noch Cindy, aber ich kann mit deinem anderen Ich in der, also es ist ja eigentlich alles eine Zeitlinie. Ja. Man darf das ja nicht als Vergangenheit sehen, sondern das passiert jetzt und gleich. Naja, es fühlte sich auch so an. Auch das fühlte sich auch wirklich so an, als würdest du mich wo abholen, weil tatsächlich ich dieses Jahr eine Sitzung hatte bei einem Schamanen, der mir genau diese Inkarnation gezeigt hat, aber nur gezeigt hat, aber nichts in Ordnung gebracht hat.
Und tatsächlich ging, ich wusste ja nicht, dass es dahin führt, tatsächlich ging mir das so rum und ich fand es so traurig, wie es dann stehen gelassen wurde oder dass ich halt nur die Info hatte, aber nichts machen konnte. Und ich fand es so toll, weil du für mein Erleben dort eine neue Zeitlinie kreiert hast, wo das geklärt wurde. Also ich bezeichne es einfach als neue Zeitlinie, weil du hast da was im Nachgang verändert, wo sich auch jetzt, würde ich schon sagen, hier in meinem Leben zeigt. Mhm. Ja? Und was ich ganz klasse fand von deiner Intuition, ich habe ja da immer so einen gewissen Ausspruch getätigt, wo ich jetzt auch nicht wusste, warum ich das so sage, so einen bayerischen Ausspruch. Ja, freilich. Und ich habe mir gedacht, was soll denn das jetzt? Ich rede doch überhaupt nicht so. Und ich fand das so interessant. Und dann hast du gesagt, ja, ich glaube, das ist die und die Person aus deiner Familie. Und dann ein paar Tage später ist mir wirklich eingefallen, dass die Person das immer sagt. Und ich habe das nicht im Bewusstsein gehabt. Mhm. Mir war es nicht klar, aber du hast es gefühlt. Und du hast auch gewusst, dass die Person da reingehört. Das hat sich danach erst so zusammengebaut für mich. Also es war wirklich interessant. Ja, und das ich habe auch schon... Und dann spricht man ja auch mit der Stimme oder mit der Sprache, ne? Weil es war ja in 1748, glaube ich, war es, da eben in diesem Altbayerischen, ne? In diesem Ort und in diesem Dorf. Und das fand ich halt total interessant, dass du ja dann auch mit der anderen Sprache gesprochen hast, weil ich kann, also es ist so, dass ich dann mit dieser Wesenheit, sage ich mal, spreche, die du dann da siehst und du nimmst sozusagen denen ihren nicht Platz ein. Es hört sich auch blöd an. Wie gesagt, wenn man das nicht selber mal erlebt hat, kann man das schlecht dem anderen so erklären. Also man kann sich jetzt mal vorstellen, Cindy sieht sich, sag ich jetzt mal, als ältere Frau oder als Frau in einem Wald lebend. Mhm. Und sie ist ja praktisch die Person als Cindy, die eine Draufschau hat. So gehe ich da immer vor. Sagt, beobachte doch mal, schau dich doch mal um. Was siehst du? Und dann sagst du, ja, sie sieht eine alte Frau, sag ich mal, in einem Häuschen leben, da im Wald. Und dann kann ich da umswitchen, dass ich sage, okay, du bist jetzt diese alte Frau und spürst das und siehst das, was um dich rum ist. Mhm. Und dann gehst du dann mit deinem Gespür da rein und ich unterhalte mich dann mit dieser Person, mit dieser alten Frau und kann so einige Sachen klären, also kann ihre Geschichte erfahren, kann sie fragen, wie sie heißt, wo sie lebt und so weiter. Und sie nimmt dann praktisch die Umgebung wahr in dem Moment, wo das jetzt passiert. Und mit diesen Zeitlinien ist nämlich ganz interessant, wie gesagt, es passiert ja alles jetzt, auch dieses 1700 ist jetzt. Und deswegen, also es wird ja immer gesagt, das heißt, wenn du zurück in die Vergangenheit gehen könntest mit einer Zeitmaschine und du würdest das verändern und dann aktivierst du oder veränderst du das auch im Hier und Jetzt. Mhm. Aber wenn man das anders sieht, das heißt, dass diese Zeitliniendimensionen alle zur gleichen Zeit passieren, brauchst du dir gar keine Gedanken machen, dass es negativ für jetzt ist. Und auch mit dieser Methode nicht, weil nur das Gute, was jetzt im Moment angeschaut werden soll und auch verändert werden darf, ne, das soll man ja mal, kann man ja mal dazu sagen, das wird gezeigt, weil diese Methode, also, wie soll ich es erklären? Also, es wird von unserem Überbewusstsein oder höherem Selbst, Engel, der Energie des Allbewusstseins, der göttlichen Quelle, nur das freigegeben, was freigegeben werden darf oder was verändert werden darf. Und deswegen kann da auch nichts passieren, also wenn man das so sagen mag. Also wir sind sehr, sehr eingeschränkt in unserem Denken, wenn wir uns
offen und frei geben und unbewertet an so Situationen drangehen, dann ist so vieles möglich. Und ich finde es einfach der Hammer. Also das fand ich so krass auch bei dir. Wie gesagt, ich habe da total intuitiv gehandelt und konnte da genau bezeichnen, dass es ging um 3, 4 bestimmte Personen in dieser ja. Szene, die alle was mit deiner Familiengeschichte oder mit deinen Ahnenverträgen zu tun hatten. Ja. Und die haben wir aufgelöst und das manifestiert, ist auch wieder ein falscher Ausdruck, das verändert sich jetzt eben in deinem Leben. Ja. Weil das, was auch bei den anderen Personen war, in deiner Familie, in deinen Ahnen, das haben wir ja da aufgelöst, 1700, gleiche Zeitlinie, haben wir aufgelöst. Und das verändert sich natürlich jetzt in diesem Bewusstseinszustand, in dieser Zeit 2024, die wir jetzt haben. Ja. Aber auch, das wird bei jedem Einzelnen, also ich greife oder wir greifen durch diese Auflösung, diese Ahnenverträge, nicht in die Seelenverträge der anderen ein. Das sollte man einfach dazu sehen. Das heißt also, es wird ganz sanft aufgelöst, auch bei den anderen, bei den Familienmitgliedern oder bekannten Freunden, die da mit in dieser Situation dazugehört haben. Und da wird es bei denen auch aufgelöst. Das heißt also, wir lösen nicht nur deine Blockade oder das, was du dir mitgezogen hast aus diesen Jahren, sondern auch bei den anderen gleichzeitig mit. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich zu jedem Moment sicher gefühlt, also und geführt, und es war auch unglaublich liebevoll, die Lösung, also die Klärung fand ich sehr liebevoll, und da ich ja auch mit den Heilkreisen viel mit Energie arbeite, es kam sehr, sehr viel Energie, während du das da geklärt hast. Das war unglaublich hell in mir, also das fand ich eine sehr starke Energieauflösung, also oder ich habe viel Energie bekommen und hat sich unglaublich gut angefühlt einfach. Ja, also ich war dann eine Woche so ein bisschen, das war diese Zeit, glaube ich, wo sich Muster gelöst haben. Das habe ich tatsächlich wahrgenommen, so ein bisschen Erinnerungen, Stimmungsschwankungen, also ein bisschen Sachen, die mir wieder eingefallen sind. Und dann war noch eine Woche, wo der Übergang war zu der neuen Energie, die so schon leichter war, und dann würde ich sagen, dann war die Energie sehr, sehr viel leichter. Also sehr, also ich weiß von meinen energetischen Sitzungen, das ist bei jedem anders, wie lange der Energien verdaut, verarbeitet, integriert. Das kommt immer drauf an, wer das ist, wie viel der so macht und mit welchen Energien er so ist. Aber fand ich total spannend zu beobachten und habe jetzt auch tatsächlich schon Kontakt mit einigen Leuten gehabt, wo ich richtig gemerkt habe, die reden ja jetzt anders. Was ist denn das? Die sagen ja Sachen, die hätte ich ja nie für möglich gehalten. Also, ja. Wo du vorhin gesagt hast, du findest jetzt irgendwie die Worte nicht, habe ich gedacht, das ist ein bisschen wie ein virtuelles Familienaufstellen. Genau. So ist virtuell. Es. Wo man, also ich kenne es ja auch auf dem Papier, also wo auch kein anderer anwesend ist, wo du dich immer auf den Zettel stellst. Und ich liebe das auch, Familien aufstellen für mich, für andere und immer dieses Spüren und Wahrnehmen. Und ich fand das total abgefahren, das mal in so einem virtuellen Raum. Wir waren aber in irgendeinem Raum. Ja. Im energetischen Raum waren wir unterwegs. Und das alles so zu spüren, zu sehen, das fand ich unglaublich intensiv. Ja, fand ich ganz toll. Also auch, ich habe ja noch mal mit dir eine Reise gemacht. Noch mal eine andere Reise. Ich fand es so toll. Man kann ja die Sachen anfassen, riechen, alles in diesem virtuellen Raum. Ich nenne es jetzt virtuellen Raum, oder wie bezeichnest du das? Ja. Heilraum. Heilraum, virtuell, also jeder bezeichnet es ja anders. Und ich finde es so toll, dass du auch die Sinne ansprichst, weil dieses Sinne-Balance-Programm, was ich 2002 ja auch gemacht habe, aufgrund eben dessen, weil eben die Menschen die Problematik immer hatten, da sofort in eine Entspannung reinzukommen. Und da habe ich immer die Sinne genutzt, weil man kann sich ja mal vorstellen, wenn ich mich jetzt, ich sag mal, am Fuß verletzt habe
und oder ich habe meinen Zeh gestoßen, habe Aua Aua und ich nehme dann einen Duft, der mich ablenkt. Ich sag mal, ich rieche an der Orange und so weiter und dann wird durch den anderen Sinn, durch das Fühlen, wird durch den Geruchssinn eben das andere abgelenkt. Und genauso ist es auch. Wir arbeiten viel zu wenig mit unseren Sinnen. Mhm. Ja. Und das nutze ich halt auch damit. Und es ist wirklich so wichtig, sich mit den Sinnen zu beschäftigen, weil wir bestehen ja aus Sinne. Und es wird ja immer genutzt, unsere Sinn. Also unser Sehsinn wird ja den ganzen Tag genutzt, weil wir werden ja so mit Bildern bombardiert, was alles so gibt, wenn wir schon ins Internet reingehen, Video gucken und so weiter und so fort. Wir sind so überfordert. Oder wenn wir in Städte wohnen, du wohnst ja auch in der Großstadt, was da, wenn du da, du machst die Augen auf, gehst raus, bist gleich, dein Sehsinn ist so überfordert, da hat ein anderer Sinn überhaupt gar keine Chance, da jetzt mal durchzukommen. Also müssten wir eigentlich ganz intensiv unser Frühstück zu uns nehmen. Jeden Bissen, den wir nehmen, genießen und schmecken, damit wir auch diesen Sinn oder die unsere Sinne wieder nutzen. Hören ist natürlich auch ganz wird auch immer sehr viel ausgereizt, weil das in Verbindung eben mit unserem Sehsinn ja auch gebracht wird. Wenn ich, ich habe ja auch dieses Experiment vor einigen Wochen hochgestellt, hier auf meinem Kanal. Das Experiment habe ich es einfach nur so genannt, weil ich die Menschen einfach mal von diesem Sehsinn wegbringen wollte. Ich meine, ich habe natürlich bei Spotify, kann man ja auch mal einen Podcast hören oder das als einfach nur hören, was ich eben als Video habe. Ich finde es sehr angenehm, weil man weniger abgelenkt ist. Ja. Man kann sich seine eigenen Bilder machen. Und das ist ja wichtig. Es soll ja das kommen, was bei dir hochkommen möchte und wie du das alles visualisierst, nicht was ich dir vorgebe. Ja. Das ist so eine Manifestation meiner Gedanken. Ja, das ist auch so ein Herzstück in meiner Arbeit, dass die Menschen wieder ihren eigenen Traumbildern oder Visionen mehr vertrauen oder ihren Eingebungen letzten Endes. Und damals, bevor ich Kinder-Yoga 2014 gelernt habe, habe ich mit den Kindern schon so geführte Drachenreisen gemacht und so und habe die da so mit an die Hand genommen, weil da hatte ich schon so den Wunsch, mit Kindern zu arbeiten. Und und ich fange jede Yogastunde tatsächlich mit einem Duft an, mit den Kindern und mit einem Klang. Also erst ein Duft und dann ein Klang. Das ist total wichtig, ja. Hat jemand was geschrieben bei uns? Genau, ich gucke gerade mal. Ich kann dir das mal einspielen. Ich antworte da gerade drauf. Genau. Also, das wurde jetzt eingespielt. Erstmal danke für das Thema. Du kannst ja lesen, ne? Ja, ich lese. Toll. Das stimmt. Genau, also unsere Sinne. Wie gesagt, unser Sinne ist ja unser Leben. Ja. Und unser Bewusstsein fußt ja auf unsere Sinne. Ja. Deswegen ist es so, so wichtig, damit zu arbeiten. Kinder, kleine Kinder, Babys, die erfahren ja ihre Welt mit ihren Sinnen. Ja. Und irgendwann, wenn sie dann in den Kindergarten kommen, das verläuft sich dann, ne? Also, oder verliert sich. Und wenn sie dann in die Schule kommen und man wird dann so abgelenkt von allem, was so ist, ist es wirklich einfach schade. Und wie gesagt, die Überreizung von Hören und Sehen ist ganz, ganz extrem. Also ich habe zwei Bekannte, einer sogar wohnt in München, der blind ist und von dem habe ich so, so viel gelernt. Also wahnsinnig viel verstehen können, wie das ist, wenn man nicht sieht, auf welche Sinne man sich da verlassen muss, ne? Und er hat dann auch immer gesagt, er
Wir haben dann auch so ein Training bekommen, ne? Also jemand an die Hand bekommen, der mit ihnen zum Beispiel von seiner Wohnung in unterschiedliche Geschäfte gelaufen ist, damit er den Weg gekannt hat, wie die Beschaffenheit des Weges ist und so weiter. Also der Bekannte, der ist auch, war nicht von Kindheit an blind, sondern ist blind geworden durch einen Unfall. Ah. Und da ist es natürlich dann auch nochmal extrem, wenn du vorher natürlich gesehen hast, ja, weißt du ja auch, wie die Sachen aussehen, kannst du dir das dann auch anders vorstellen. Ja. Ich denke mal, wenn du jetzt von Anfang, also von Kindheit an blind bist, ist natürlich, wenn ich jetzt was erkläre, das anders vorstellbar. Also ich kann mir das sowieso nicht vorstellen. Eine Bekannte, ich glaube, die ist relativ auch von Kind an blind, die hat gesagt, sie träumt auch in Bildern. Ach, ja. Ja, das ist halt anders. Also spannend. Total interessant. Also ich, wie gesagt, ich habe mich auch schon immer damit beschäftigt und ich finde es auch so wichtig, dass man gerade auf so Kanäle das so formuliert, dass es jemand, der auch nicht sehen kann, versteht. Ja. Man sollte da auch die Bilder immer gut erklären. Das sage ich ja auch immer, habe ich ja auch dir gesagt, erkläre mir doch das Bild ganz genau, was du siehst, ja, weil ich sehe das Bild ja nicht. Ja. Und ich kann es besser spüren, wenn du mir das Bild, welches du siehst, so genau wie möglich erklärst. Ich hatte das Gefühl, du bist da auch voll mit drin und war mir dann zwischendurch gar nicht mehr sicher, ob du es nicht auch siehst, das Bild. Nee. Ach so, weil ich habe irgendwie auch die Gabe, wenn ich mit Klienten arbeite, dass ich dann auch die Sachen sehe, die auch sehen. Dann dachte ich, weil das klang alles so im Fluss, dann dachte ich, ah, du bist da auch und du siehst da alles. Und dann habe ich es praktisch immer erklärt. Ah, ist spannend. Genau, also bei mir ist das, ich sehe manchmal, nein, es ist kein richtiges Bildersehen, sondern es ist mehr ein Bilderspüren. Bilder spüren, ja. Also das ist genau, also ich habe alle Sinne, sind bei mir geschärft in dem Moment. Meine Intuition ganz, ganz stark. Aber Bilder sehen tue ich eigentlich nicht. Also manchmal kriege ich so Blitze rein, aber ich spüre das mehr. Ne? Also ja. Man kann das schwierig eben erklären. Also eigentlich spüre ich die Bilder. Ich ist mir nicht aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, wir reden beide die gleiche Sprache. Also es ist halt, die Energie fließt halt einfach und ist ja dann auch egal, wieso man sich so versteht. Also ich wollte noch was sagen mit dem Medizinischen. Ist mir gerade was eingefallen, wo du von dem blinden Menschen geredet hast. Mhm. Das ist ja heute auch noch gar nicht klar, wo sitzt denn unser Bewusstsein? Wo ist denn das wirklich? Weil es gibt ja diese Phänomene, dass Menschen, die einen Hirnschaden haben, wo tatsächlich, oder eine Behinderung, wo tatsächlich sehr viele Teile vom Gehirn beschädigt sind oder fehlen, trotzdem alle Lebensfunktionen gehen. Wo ein Arzt sagen würde, das habe ich halt tatsächlich in meiner eigenen Familie auch erlebt, ja, wenn du das Bild halt siehst, das Schädel-CT, und da würde eigentlich das nicht gehen, aber dieser Mensch lebt und kann es, weil ihm hat keiner gesagt, dass er es nicht kann. Und ist es denn tatsächlich so, dass unser Gehirn denn so dafür verantwortlich ist, wie wir gelehrt kriegen, oder liegt es noch woanders? Also mir ist es auch jetzt im letzten Jahr nochmal begegnet. Ich mache auch viel mit Heilgebeten und ich bete da auch gerade für so einen jungen Mann, der einen Unfall hatte, und arbeite auch mit einem Heilmantra jeden Tag für den. Und da war das Gleiche. Die Mutter ist da auch mit selber eine tolle Heilerin auch. Die hat jetzt ganz viele Heiler da reingerufen und ich habe gesagt, lass dich nicht von den Ärzten verwirren. Genau. Das kann sein, dass die das jetzt gerade glauben. Er wird das alles wieder können. Und es ist genauso gekommen. Ich habe dann gesagt, du, ich sehe ihn auf dem Laufband eingeschnallt, der steht wieder. Der wird das Laufen wieder lernen. Ich habe selber gesehen, in welchem Zustand er da war. Und ich habe ja auch die medizinische Ausbildung. Und trotzdem habe ich aber auch diese Durchgaben. Und es war auch in meiner eigenen Familie so, weil wir auch einen Pflegefall hatten, wo ich dann auch nicht verstanden habe damals, man muss ja sich auch erstmal kennenlernen, wo kommt denn das jetzt her? Du siehst diese Werte, die sehen absolut schlecht aus, und du sagst trotzdem, das stimmt nicht.
das stimmt nicht, was die Ärzte sagen. Diese Person stirbt jetzt nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Beruhige dich. Es stimmt nicht. Ja, und so war das dann auch mit diesem jungen Mann, wo ich da, für den ich da auch jeden Tag das Heilmantra singe, dass ich gesagt habe, du, ihr haltet mich vielleicht für verrückt. Ich sehe den auf dem Laufband stehen. Und der hat es jetzt wieder gelernt. Der lernt es jetzt in so einem, steht und kann es, also das ist vor einem Jahr nicht klar gewesen. Und ich habe das Bild empfangen und habe dem vertraut. Also das war für mich selber, ich bin dann immer sehr demütig und berührt, ne? Wenn sowas mal passieren darf und, ja, und sowas Großes, wo du wirklich siehst, wir werden so beschenkt, ja. Das ist es. Ja, und wir lassen uns von vielen Sachen einfach total verunsichern. Ja. Ne? Also ich meine, wir legen große Stücke auf die Medizin oder viele Leute legen große Stücke auf die Medizin. Und dann wird einfach gesagt, das ist so. Also wenn du ein, ich sag mal, Gehirn-CT hast, das kann nicht sein. Aber wenn wir dieses kann nicht sein einfach mal hinten rauslassen würden, deswegen machen natürlich viele Ärzte auch nicht konkrete Aussagen. Das ist natürlich auch gut, weil sie den Patienten vielleicht auch nicht verunsichern wollen. Und ihm, ich glaube, insgeheim wissen sie schon, dass es Menschen gibt, die, was heißt Menschen gibt? Nee, das haben wir alle in uns. Wir haben eine eigene Heilkraft. Ja. Jeder hat seine eigene Heilkraft. Und wenn wir da nicht irgendwas draufstülpen und ihm Angst machen, weil Angst ist ein ganz schlechter Partner. Und sobald du in der Angst bist, ist es ganz schwierig, da rauszukommen und Positivität da oder positive Gedanken da drauf zu programmieren, sage ich jetzt einfach mal. Weil das macht man ja zum Beispiel in der Hypnose auch, dass man da versucht, durch positive Affirmationen dein Unterbewusstsein neu umzuprogrammieren. Ne? Mhm. Und aber wenn man, ja, man kann viele Sachen anders machen. Und es gibt eben so vieles, was man nicht erklären kann. Und liebe Leute, lasst es einfach unerklärt. Ganz entspannt einfach unerklärt lassen und nicht versuchen, alles mit dem Verstand zu erklären, weil es gibt eben Dinge, die kann man nicht erklären. Genau wie ich auch manchmal Sachen einfach, die man dann von der geistigen Welt als Bild bekommt oder als Gefühl, als Intuition bekommt, man kann es nicht erklären. Ja. Es ist einfach so, wie es ist und umso offener wir in dahin gehen in diese Sache und reingehen und uns einfach da führen lassen, es wird alles gut und es ist eigentlich leicht. Ne? Wenn man sich da reinspürt und führen lässt, dann merkt man auf einmal, ach, das funktioniert ja auch so. Ich muss mich gar nicht anstrengen. Und so ist es auch. Ja, die geistige Welt, die ist ja immer so wunderbar liebevoll und die sehen ja viele Sachen von der höheren Sicht und schon in der Zukunft. Und die sagen ja auch, es ist ja schon gut eigentlich. Nur wir wissen es nur noch nicht. Weil wir halt auch ein bisschen als Menschen kollektiv zu viel denken. Ich habe hier noch eine schöne Frage. Vielleicht können wir da noch mal in die Überlegung gehen. Angst für das Sterben ist wahrscheinlich uns angeredet. Das sowieso. Also meiner Meinung nach, ja, auf jeden Fall. Angst ist sowieso immer der ganz falsche Partner. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Und auch, weißt du, man redet einfach nicht über das Thema, Sterben. Das gehört auch dazu. Genau, das gehört dazu. Also ich meine, unser Leben endet mit dem Sterben. Das ist das Ende eben. So ist es. Natürlich. Der physische Körper zumindest. Genau. Sagen wir mal so. Aber es geht ja dann eigentlich weiter. Das ist ja nur ein Übergang. Und wenn wir das wüssten, also wenn wir alle jetzt immer mehr hellsichtig werden durch die Energieanstiege, dann würden wir ja auch sehen, dass wir den anderen dann da noch wahrnehmen, dass der ja nur den Körper da hingelegt hat. Und ich habe von einer Freundin, meine Trauzeugin, so ein tolles Beispiel, die selber an nichts glaubt und ihre Mama war im Sterben letztes Jahr, glaub ich. Ja, und dann habe ich gesagt, sag doch deiner Mama, dass sie danach noch da ist und dass sie dir ein Zeichen geben soll.
Und sie hat gesagt, nachdem die Mama gegangen ist, hat sie jemand ganz fest in den Oberschenkel gekniffen. Sie konnte es selber nicht glauben. Also es, ich sage euch, das Leben geht weiter, auch wenn wir den, und es wäre so vieles, so viel friedlicher auf der Welt, wenn wir das alle wüssten, oder? Ja. Wie viel weniger Angst hätten wir? Ja, genau. Wie gesagt, also Angst ist kein guter Begleiter. Alles, was auch Stress, sich Gedanken machen, versuchen immer auch Gedankenpflege oder Hygiene vorzunehmen. Dann, wie gesagt, Gedanken formen ja auch unsere Taten. Und wenn man einem Problem viel Energie schenkt, dann wird das Problem noch größer, es bauscht sich auf und ja, die Lösung ist nachher oder der Weg in das Gute wird dann steiniger und länger. Ja, ja, man sagt ja immer, nach deinem Glauben soll dir geschehen. Und ich finde es so eine große Manipulation, den Menschen diese Angst zu machen, dass dann nach dem Tod einfach nichts mehr ist. Dass dann alles nur, dass das. Und ich finde es so spannend, weil ich schon als kleines Kind gewusst habe, und ich weiß ja auch nicht, woher ich das da wusste, dass meine Uroma gestorben. Ich glaube, ich war schon in der Schule oder kurz vor der Schule oder erste Klasse irgendwie so, zweite. Und da ist die gestorben und dann haben die mir gesagt, so, und jetzt ist sie weg und jetzt ist ganz schlimm. Und dann habe ich mich mit einer Inbrunst aufgeregt und ich wusste nicht, warum. Ich sagte, aber sie ist nicht weg. Es ist doch noch alles da, was sie ausmacht. Wie könnt ihr mir erzählen, dass sie weg ist? Hm. Ich hatte sie tatsächlich nur zweimal gesehen, aber ich wusste, diese Information stimmt nicht. Hm. Und ich wusste auch nicht, warum ich mich jetzt so aufrege, weil, also ich finde es halt interessant im Rückblick, wann fing das an, ne? Wann hat man diese Wahrnehmungen gehabt? Und da habe ich gewusst, nee, das ist jetzt eine Lüge, was sie mir hier erzählen. Ja. Ja. Ja, ich finde es super. Und warum soll man nicht über das Sterben reden? Also es gibt ja viele Menschen, die natürlich auch in Hospizen arbeiten. Das ist ja, was heißt arbeiten? Meistens sind es ja Menschen, die, ich sag mal, unentgeltlich da auch hingehen und die Menschen in ihrer Sterbephase begleiten, was total eine wichtige Arbeit ist, weil es ist natürlich, man stirbt immer alleine, das ist es so. Und oft ist es auch so, dass gerade wenn nahe Angehörige jetzt an dem Sterbebett sitzen, derjenige erst geht, meistens werden die dann rausgeschickt, ne? Weil man hält da so fest, an einen, man will denjenigen dann auch nicht loslassen, das spürt derjenige ja natürlich auch. Und dass man nicht so das Leid so mitbekommt, also das, was ich jetzt so erfahren habe, ist, dass die Menschen rausgeschickt werden, die nahen Angehörigen, und sag mal, musst du mit auf Toilette oder ich gehe jetzt mal auf Toilette und genau in diesem Moment. Das ist so schade. Also ich finde es so schade und auch da habe ich eine andere Einstellung wie die meisten Menschen und ich weiß auch nicht, wo die genau herkommt. Das einfach so kommt so mit. Da war ich Krankenschwester im zweiten Ausbildungsjahr. Magdeburg war ich da. Und da war Wochenende, genau, und da ich war praktisch die Schülerin von dieser Station und da waren alle anderen waren nicht da und die andere Schwester, die da war, die praktisch Rang über mir war, die war nicht von dieser Station. Da war sonst noch ein Schüler, der war noch unter mir und ich kannte mich da so ein bisschen aus. Und wir hatten eine Dame ganz hinten im Gang, wo wir wussten, dass die jetzt bald sterben könnte. Und da war dann hinten die Teeküche und dann hab ich so, oh, ich glaube, lass uns mal die Tochter anrufen. Ja, dann ist die Tochter gekommen, ganz kurz ins Zimmer reingestürmt, wieder raus, konnte sie nicht sehen, wollte sie wieder weg. Und dann habe ich auf einmal beim Teekochen in der Teeküche so ein Gefühl gehabt, bin mal gucken gegangen. Und dann habe ich gesagt, die kann nicht gehen, wenn die da alleine ist. Dann habe ich Das fand ich dann im Rückblick auch komisch, weil ich war ja nur die Schülerin und ich habe dann zu der anderen gesagt, die war aber ganz nett zu der anderen Krankenschwester, lass uns mal da reingehen mit dem Schüler, ich glaube, die kann sonst nicht gehen. Das geht nicht, die wartet auf jemand.
Und dann habe ich da so voll Zeremonie angeleitet. Im Rückblick denke ich mir, bist du verrückt im Krankenhaus so, ne? Ich habe gesagt, komm, jetzt nimmst du ihre Hand und du am Fußende und dann machen wir so einen Kreis mit ihr. Dann halten wir jetzt die Hände und tatsächlich, und dann habe ich noch gesagt, ich hoffe, das ist jetzt für keinen zu schlimm. Ich kannte das aus meiner Familie. Ich habe gesagt, und hol schon mal den Absauger. Ich weiß nicht warum, das war damals so ganz kompliziert mit Sauerstoffflasche und musste das Ventil umstellen, das war nicht aus der Wand raus. Und dann haben wir das dahingestellt, ja, und dann halten wir so ihre Hände und dann machte sie tatsächlich den letzten Atemzug, atmete aus, war ganz friedlich geworden und dann brauchten wir nochmal danach einmal den Absauger, da kam dann noch sowas. Und dann habe ich das Fenster geöffnet, habe gesagt, so, und jetzt geht die Seele raus. Ich habe im Nachhinein auch gedacht, was machst du da? Woher weißt du das? Die denken, du bist verrückt. Aber ich habe es gemacht, weil ich gedacht, nein, diese Person wird jetzt in die Anderswelt geboren wieder. Und es ist eine feierliche, schöne Energie. Es war, es war nicht gruselig, es war liebevoll. Ja, und die anderen haben auch alle mitgemacht, waren auch alle ganz ergriffen. Die haben das auch gespürt, was da passiert ist. Keiner hatte Worte dafür. Genau, so ist es. Und dann sind auf dem Acker, der da damals war, ganz viele Raben hochgeflogen. Und ich habe gedacht, okay, dann tschüss, Seele. Also es war so berührend und so schön und würdevoll auch, wie wir das gemacht haben. Und ja, traurig, dass die Tochter, aber gut, so ist es halt dann, ja. Genau, also bei mir war das auch so, ich habe meine Mutter auch nicht mehr sehen wollen. Sie war ja dann schon gestorben. Und ich hatte mich ja, oder wir hatten uns Tage vorher ja schon verabschiedet. Sie kam zu mir während eines Traums und außerkörperlichen Erfahrung zu mir. Und wir haben alles geklärt, was wir klären sollten. Und auch mit dem mit meinem höheren Selbst. Das hat mir auch vorher noch mal ein paar Situationen gezeigt, was auch aufgelöst wurde. Deswegen war das, da war ich fein mit und ich war auch nicht traurig, weil ich ja wusste erstmal, dass sie jetzt endlich erlöst war, weil sie ja selber auch eine schwierige Kindheit und ihr Leben war auch nicht einfach durch ihre, ich sage jetzt mal, Besetzung, die sie hatte, die natürlich während ihrer Demenz zum Schluss sehr, sehr zum Tragen kam und gar nicht mehr ihre eigentliche Seele so hat in den Vordergrund treten lassen. Es ist, ja, es war alles sehr schwierig und deswegen, sie war total erleichtert. Und das hat man auch gespürt, wir waren alle sehr erleichtert. Und wie gesagt, das hat ja nichts mit diesem, ich sag mal, Fleischklops zu tun, der hier auf der Erde jetzt inkarniert ist, sondern die eigentliche Seele, die ja in einem ruht, die ist so wundervoll und was dann da draus gemacht wird, diese, ich sag mal, Bewusstheit, die wir haben, weil die Bewusstheit ist verstandesgeknüpft. Also unser Bewusstsein ist ja Tagbewusstsein, was wir jetzt hier haben und das ist mit unserem Verstand geknüpft. Und da geht vieles eben auch ins Unterbewusstsein rein. Das Überbewusstsein, unsere Seele, ist ja rein und friedvoll und liebevoll. Ja, es ist, kommt ja aus der göttlichen Quelle, wenn man das so sagen mag. Es ist, ja, genau. Wir haben jetzt da noch eine Frage. Genau, da würde ich gerne was zu sagen, weil... Ja, gerne. Mein Gefühl ist, wenn du so lebst, dass du im Leben schon vertraust und loslässt, dann kannst du auch einfach sterben. Dann brauchst du keine Angst haben. Wenn du dir ehrlich anschaust, wer du bist, wenn du authentisch bist und da keine Maskeraden, keine Shows vor dir selber machst, sondern wirklich dich lebst, und liebevoll bist und ehrlich bist, Sachen aufräumst, an Heilung gehst und auch mal Sachen anschaust, wo du sagst, Mensch, da habe ich vielleicht doch mir oder anderen Leid zugefügt, da in Vergebung gehst. Wenn du so lebst, und das ist halt für mich persönlich auch einfach dieses Kundalini-Yoga, da gibt es einen ganzen Bereich, wo du nur Yoga-Übungen machst zu diesem, wie kann ich eigentlich leben, damit ich leicht sterben kann. Da gibt es viel dazu.
Ich habe da ein ganzes Buch, zu, wo nur Übungssets sind zum Thema, ja, diese Übergänge. Und ich benutze das tatsächlich auch für alle, die jetzt nicht vorm Sterben sind, weil wir ja, das hat ja was mit Loslassen zu tun. Genau. Loslassen. Und das brauchst du nicht erst anfangen, wenn du 95 bist und dann schon oder eine Krankheit hast, sondern üb das jetzt, lebe so, dass du morgen gehen könntest. Dass du nichts aufschiebst, sondern ja auch in diesem Jetzt bist. Jeden Tag bereit sein für den Tod ist die höchste Form des Lebens. Genau. Ja. Also ist jetzt nicht so in dem Sinne, dass man sterben will. So glaube ich, war es jetzt auch nicht gemeint. Ne? Nee. Sondern dass man lebt, richtig lebt und zugleich auch loslässt. Also so. Genau. Ja. Ja, das ja, finde ich, kann ich echt mit, da sage ich ja zu. Genau. Also ich habe jetzt gesehen, wir sind bei, ich weiß nicht, über eine Stunde, 15 Minuten schon. Ja. Ging so schnell wieder vorbei. Ich finde die Themen immer sehr interessant, auch wie sich es daraus entwickelt. Ich mache das ja grundsätzlich so, ist egal, ob ich Gespräche führe oder Interviews mache. Überlege mir keine Fragen oder so. Ich lasse es einfach intuitiv kommen, so wie ich ja auch bin. Ich rede mit meiner einfachen Sprache und es entwickelt sich immer alles durch meinen Gast. Und ich fand das so toll. Und ich hoffe, dass wir noch mehrere Videos zusammen machen, weil ich finde es total, klasse. Und was auch demnächst öfters mal kommen wird, dass ich einige, ich sag mal, Erfahrungen mit meiner Methode euch präsentiere. Jetzt nicht mit Gesicht oder sonst irgendwas, aber das, was gesagt wurde während dieser Methode, weil es sind so interessante Sachen, die da rauskommen. Ich hatte gestern auch wieder eine interessante Session mit meinem Mann. Und da haben wir mit einem Baum gesprochen, was überhaupt abläuft. Also einen ganz anderen Einblick bekommen in eine innere Anderswelt, als wie man sich das überhaupt vorstellt. Und dieses Video beziehungsweise das Gespräch mit diesem Naturwesen, mit dem Baum, das werde ich wird am Freitag hier auf dem Kanal kommen. Und da könnt ihr schon total gespannt sein, weil es war so interessant, was der Baum gesagt hat, was er fühlt, wie die Kommunikation stattfindet untereinander, unter den Bäumen untereinander. Es war so klasse. Wir haben auch zwischendurch wirklich richtig gut lachen müssen, also zumindest ich lachen müssen, was die Aussage des Baums anbelangt hat. Also der hat ja so tolle Sachen gesagt, weil ich meine, diese Energien, mit denen man dann da Kontakt aufnimmt, die müssen sich ja auch erstmal auf unsere Sprache einstellen, ne? Auf die menschliche Sprache. Und die versuchen das ja dann immer so zu übersetzen für mich als Intuition und auch das, dass ich dann so wiedergeben kann. Und ich stelle dann ja Fragen. Und manche Energien finden es natürlich total lustig, weil die das ja nicht wissen, wie wir das so sagen, ne, unsere Ausdrucksweise ist. Und die Naturwesen haben ja ganz andere Ausdrucksweisen. Es war so spannend gewesen, interessant. Also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Am Freitag wird dieses Video rauskommen mit diesem, was der Baum gesagt hat. So spannend. Die Eiche wird der Titel sein. Die Eiche, also die Aussage der Eiche. So spannend. Ja. Ja, liebe Cindy, ich sag nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute früh, weil ich weiß, es nicht so deine Zeit ist, dir die Zeit genommen hast, mit mir heute da das Live-Gespräch zu führen. Und ich hoffe, dass wir auch nochmal ein Interview machen können zusammen, wo wir dann über deine Gabe nochmal vielleicht näher eingehen oder auf deine Gabe nochmal näher eingehen. Ich meine, du hast heute schon sehr viel erzählt, aber wie gesagt, wir lassen uns ja dann immer so treiben und da gibt es bestimmt noch interessante Sachen zu erfahren.
Ja, vielen Dank, dass ich zu dir eingeladen wurde. Sehr gerne. Fand ich richtig schön und es ist mir total leicht gefallen. Ich mache ja vorher mal viele Sachen. Ich bin ja schon ziemlich lange wach. Also es war voll okay. Die Zeit ist super. Können wir gerne wieder machen. Mich richtig gefreut. Und auch, was ich jetzt sehr berührend fand, weil es eins meiner Lieblingsthemen ist, Geburt und Sterben, diese Übergänge, das finde ich total wichtig und ist auch eins meiner, also wir sind jetzt auf eine Frage nicht im Eingang, aber fand ich schön, wo das so hingelaufen ist, ja, das Gespräch. Ja, ich habe da noch einen schönen eine schöne Antwort bekommen und das wollte ich jetzt einfach nochmal allen Zuschauern zeigen, weil ich das so toll auch als Abschluss finde und ganz lieben Dank an euch, an alle Zuschauer, die heute zugeschaut haben, die jetzt live dabei waren, aber natürlich auch ganz herzlichen Dank an alle Zuschauer, die jetzt im Nachgang das live sich dann noch anschauen werden. Und was ich immer sage zum Schluss, ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, weil ich sehe ja auch in meinen Statistiken gibt es sehr viele Leute, die mich noch nicht oder meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Deswegen, ihr könnt es ruhig tun, kostet euch ja nichts. Und ja, ich freue mich auf super viele Kommentare, weil das wirklich die Arbeit ja auch ausmacht. Ich sehe dann, wie gefällt euch mein Kanal, wie gefallen euch meine Themen, auch das Thema, was jetzt gerade das Video anbelangt und so weiter. Und lasst doch ein Like da, da freue ich mich auch drüber. Ich sage schon mal ganz herzlichen Dank und wir sehen uns beim nächsten Video und natürlich das nächste Live ist Anfang Dezember. Ich glaube, das ist sogar der 1. Dezember und es müsste ja erste Advent sein, ihr Lieben. Also ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Ich weiß noch nicht, wen ich dann als Gast oder Gästin habe, ne? Das ist zum Abschluss. Und ja, ihr könnt drauf gespannt sein. Ganz herzlichen Dank an euch allen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.